Da bin ich wieder. Die Variante heute, die ich euch zeigen möchte, ist das Pucken eines Babys. Warum puckt man ein Baby? Ich nehme hier mal mein Baby. Ups, die Babys sind ja im Bauch so zusammengekauert. Und nun ist es so, dass sie auf der Welt unheimlich viel Platz haben und sich dann häufig unwohl fühlen, unglücklich sind, weinen. Und um dem ein bisschen Abhilfe zu schaffen, kann man die Kinder pucken. In unterschiedlichen Kulturen wird unterschiedlich gepuckt. Manche pucken die Kinder lang, einfach so in Tücher. Dann werden die Kinder ganz fest verschnürt. So kann man die Kinder pucken. Wir wollen ja damit das Gefühl im Bauch nachahmen. Und dazu pucken wir also, wie die Kinder im Bauch waren. Das heißt mit angewinkelten Beinen. So, ich versuche das mal. Mein Tuch heute ist leider etwas groß. Am besten geeignet sind 80x80 Tücher. Das sind die Spucktücher, die Moltontücher oder auch Kopfkissenbezüge. Wir klappen eine Ecke um. Das ist, wenn man es draußen lässt, wäre das ein Kopfkissen, eine Kapuze. So, brauchen wir aber nicht. Also legen wir das Kind ungefähr Schulterhöhe auf diese Kante. Dann nehmen wir die Füßchen. Meine Puppe ist nicht ganz so zufrieden mit dieser Position wie euer Baby vielleicht. So, ich nehme mein Baby, falte es zusammen, nehme die untere Ecke, die Beinchen so wie sie fallen an den Körper lassen. So, gut festhalten. Mein Püppchen, wie gesagt, ist da ein bisschen widerspenstig. Dann nehmen wir die andere Ecke ganz, ganz fest um das Baby. Wenn man etwas falsch macht, dann in der Regel ist es einfach zu locker und das Baby fummelt sich da schnell wieder raus. Dann nehmen wir die andere Seite und da seht ihr schon, mein Tuch ist zu dick und nicht so super geeignet. Ich werde das gleich nochmal mit einem anderen Tuch probieren und euch das noch einmal zeigen. Ansonsten sehe das Päckchen so in etwa aus. Ich versuche das nochmal mit einem etwas kleineren Tuch. So. Also, wir nehmen wieder eine Ecke, legen diese mit der Ecke nach unten. So, jetzt haben wir aber eine Menge Stoff. Darauf kommt unser Baby. Immer schön über die Seite hochnehmen. So, schön mittig. Die Beinchen an den Körper. Jetzt in meinem Fall die ganze Stofflage. Die Beinchen schön fixieren. Und dann geht die eine Seite ganz fest rum um das Kind. Tschup. Schön festklemmen. Und dann, muss ich aufpassen, dass ich euch nicht runterschmeiße, kommt die andere Seite richtig, richtig fest um das Kind herum. Und schon habt ihr wie eben ein fertiges kleines Paket. Und wenn ihr das jetzt ein bisschen schaukelt bei euch auf dem Arm, wenn es die Nähe spürt, eure Stimme hört, dann wird es sich ganz schnell beruhigen. Das war's von mir. Wenn ihr mehr sehen wollt, tragt euch unten in den Newsletter ein. Ich freue mich, dass ihr wieder bei mir seid. Tschüss, bis zum nächsten Mal.